Was für eine wunderschöne Aussicht, liebe Freunde. Wenn jetzt hier nicht alles zerstört und in Ruinen und Trümmern gelegt wäre, wäre es sicherlich noch schöner. Aber sei es drum, so eine Skyline kann trotz aller Zerstörung doch irgendwo noch schön sein. Vor allem mit den Bäumen zwischendurch, ein bisschen grün dabei. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu Nier Automata, wo wir in der letzten Folge glorreich den Tempostern besiegt haben, der dann in Flammen aufgegangen ist, nachdem er seinen ewigen Frieden gefunden hat und so weiter. Ihr kennt das Geschwafel von ihm. Und wir sehen zu, dass wir weiterkommen mit der nächsten Stufe der Sidequests. Wir könnten mal schauen, hier spaßeshalber Umzugsbegleitung, wie da jetzt Stand der Dinge ist. Ich würde aber... Puh, wir sind jetzt gerade hier. Ja, komm, lass da einfach mal hingehen. Einfach mal gucken, just for fun. Ich rechne zwar nicht damit, dass wir es schaffen werden, weil wir haben die letzte Sache nur so gerade eben über die Bühne gebracht. Wahrscheinlich sind die jetzt irgendwo Stufe 50, ich habe keine Ahnung, schauen wir mal. Guten Tag. Ha, du bist es. Ich fürchte, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Freude, Liebe, wofür? Glücklich sein hat mich auch nicht davor bewahrt, getötet zu werden, oder? Wie? Was? Du bist doch noch nicht tot. Hm? Du willst wissen, wo der Rest der Parade hin ist? Sie sind auf Reise gegangen. Wir bringen Freude in alle Winkel der Welt, war ihr Schlachtruf, glaube ich. Nachdem sie tief in der Wüste vorgedrungen waren, habe ich den Kontakt verloren. Ich schätze, die liegen jetzt irgendwo tot auf dem Seitenstreifen. Vor allem in der Wüste auf dem Seitenstreifen. Bestimmt haben die bis zum bitteren Ende von Liebe und Glücklichsein fabuliert. Ist schon verrückt. Das war's. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, wir müssen nicht nochmal die Parade begleiten. Ja, danke, danke, danke. Oh, sehr gut. Ich hatte echt die Sorge, wir müssen jetzt nochmal das Ganze hier begleiten und Tempostern aktualisiert. Hä? Das ist doch jetzt hier abgeschlossene Aufgaben, oder nicht? Umzugsbegleitung. Das ist jetzt durch. Du willst mit dem Clown sprechen, findest aber ein anderes Maschinenwesen vor. Diese sagt, es glaubt, dass die Umzüge lieber damit aufhören. Offenbar sich der Zug, den du davor beschützt hast, in die Wüste verlaufen, als zum nächsten Veranstaltungsort wollte. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt den Zug finden. Obwohl, nee, es ist eine abgeschlossene Aufgabe. Es ist jetzt keine aktuelle. Das heißt, wir müssen den eigentlich nicht finden. Okay, ich will trotzdem nochmal hingucken. Ist hier da, Tempostern. Du hast den Zitternden gewonnen, zufrieden, zerfällt das Maschinenwesen in seine Einzelteile. Zerfällt. Das ist jetzt sehr schön ausgedrückt. Gut, wir hatten hier etwas weiter nördlich noch eine Sidequest. Da schauen wir mal eben. Ich glaube, hier mitten auf dem Platz hier müssen wir wahrscheinlich erstmal die ganzen Maschinen ausschalten. Was ist das denn für ein Vieh? Ach, wieder so eins von denen. Von diesen Hirschdingern. So, zum Glück nicht ganz so stark wie der Bossgegner. So, was willst du jetzt hier? Komische fliegende Untertasse. So, wo sind noch welche? Nein, den brauche ich jetzt nicht besiegen. Ich glaube, der tut nichts. Oh. Hätte hier weg. Und da vorne war noch einer. Nein, nicht der. Na komm schon. Auch du bist weg. Der Schaltkreis. Wo ist denn jetzt hier diese schöne Quest? Ach, die ist hier. Okay. Ist die jetzt hier? Ist die oben? Die ist hier oben drauf. Moment mal. Was? Ach so, vielleicht hier kommt man hoch. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Lalalala. Ah, guck mal, da ist dieser komischen Schlauch, der bis zum Mars geht. Na toll. So einer wieder. Nehmen wir erstmal den Schatz hier.
So, zack, bla 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 bla, Analyse. Ich frage mich, was das mit denen auf sich hat. So, das heißt, das ist schon die dritte Maschine. Hier im Maschinendorf haben wir noch ein paar Quests, zwei Stück. Hier hinten ist uns soweit erstmal nichts, das ist okay. Dann gehen wir doch mal zu Pascals Dorf. In die Richtung müssen wir. Ich wollte eigentlich nur wieder die Kamera justieren, aber egal. Stattdessen habe ich wieder einen Special Attack eingesetzt. Ich habe es schon gesagt, das passiert im echten Leben auch immer mal wieder. Lalalala. Ich hätte jetzt rein theoretisch auch den Transporter, der da vorne steht, nehmen können, um mich in Pascals Dorf zu teleportieren. Aber ich glaube, wenn man die Ladezeit mit berücksichtigt, dann ist das gar nicht mehr so viel schneller. Falls es überhaupt schneller ist. So. Willkommen zurück. Der Pascal hat eine Aufgabe für uns. Wir können gerade mal eben, wenn wir hier stehen, kurz schnell speichern. Ganz wichtig, vor allem nach dem Tempostern. So, als Hochklettern nicht runterrutschen. Hallo Pascal. Hallo 9S. Was hast du auf dem Herzen? Ich möchte dich etwas fragen. Nach Pazifismus fragen? Du möchtest wissen, warum wir hier im Dorf das Kämpfen verabscheuen? Nun, das mag ein etwas voreiliger Gedanke sein, aber am Ende glaube ich, dass Konflikte ihren Sinn für uns verloren haben. Kannst du mir das genauer erklären? Die Maschinen sind Waffen, die zu Kriegszwecken erschaffen wurden. Der Krieg geht jedoch immer weiter. Es ist kein Ende in Sicht. Wir haben begriffen, dass wir als Individuen gegenüber den Vorteilen eines Sieges einen viel zu hohen Preis für das Kämpfen zahlen. Ich bin sicher, eines Tages werden Androiden und Maschinenwesen wieder zusammen in Frieden leben. Ach, gab's das mal? Unwahrscheinlich. Nach dem Dorfleben fragen. Du meinst unser tägliches Leben? Nun, wie du weißt, sind wir Maschinen. Wir brauchen keine Nahrung oder ähnliches, da unser Kern fast unendlich viel Energie für uns produziert. Wir verfallen jedoch mit der Zeit. Und das bedeutet, dass wir Teile besorgen und Reparaturen vornehmen müssen. Und trotzdem sind Totalausfälle eher selten. Um ehrlich zu sein, verläuft das Leben im Dorf recht langsam. Ah ja. Ich möchte etwas fragen, nach dem Shop fragen. Warum gibt es einen Shop in eurem Dorf, Pascal? Ihr benutzt doch gar kein Geld. Oh doch, das tun wir. Für uns gelten einfache Materialien als Währung. Alle Maschinen sind gleich und traditioneller Kapitalismus funktioniert nicht. Also betreiben wir nur Handel mit benötigten Materialien. Das ist eine Lektion, die wir aus der Geschichte der Menschheit gelernt haben. Sehr faszinierend, findest du nicht auch? Es ist uns wichtig, den Kindern die verschiedenen Wirtschaftssysteme zu erklären. Wenn es dich interessieren sollte, du mit ihnen reden. Ah ja. Hallöchen, ich frage mich gerade, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Ich möchte, dass du alle Informationen über die alte Welt sammelst, die du bei deinen Reisen finden kannst und sie mir anschließend bringst. Wirklich? Wozu? Ich hoffe, dass Erkenntnisse aus der alten Welt dazu beitragen können, unser Leben hier im Dorf zu verbessern, welchen auch immer. Ich werde natürlich auch gerne mit dir alles teilen, was wir herausfinden. Also möchtest du uns helfen? Ja komm, machen wir. Vielen Dank, bitte überbring mir alle interessanten Informationen, die du finden kannst. Was, schon aktualisiert? Okay, gut. Ich lasse das erstmal so weit laufen. So, hier haben wir noch eine Aufgabe. Hallo, ich will da jetzt hoch. So, was haben wir hier? Ah, das sieht nach Spaß aus. Was machst du da? Der Junge ist echt komisch. Ja, ich habe gefragt, ob er eine Münze mit geringem oder hohem Wert haben möchte und er will die wertlosere. Im Ernst? Hey Junge, ich habe eine Münze, die wenig wert ist und eine, die viel wert ist. Welche möchtest du? Die kleine. Bist du dir sicher? Ja, denn sie sieht cool aus. Hihihi, vielen Dank. Siehst du, er ist komisch. Ja, was für ein Blechkopf. Ich bin ein Blechkopf? Hihi, vielen Dank. Das ist ein Dorftrottel wahrscheinlich. Der Kleine scheint einen defekten Rechenprozessor zu haben oder einen Kurzschluss in den Logikschaltkreisen.
Da sollte ich mal einen Blick drauf werden. Werden vor allen Dingen. Narrengelehrter. So. Ich bin ein Blechkopf. Vielen Dank. Ja, was kann ich jetzt machen? Ach so, wahrscheinlich. Oh. Na toll. Boah, das ist komplexer, als ich erwartet hatte. Au. So, ich muss echt aufpassen. So, ich glaube, so geht das ganz gut. Alter, der ist völlig am Eskalieren. So, der ist auch weg. Also direkt daneben darf ich nicht sein. Jawohl. Erledigt. Wenn deine Logikschaltkreise so fortschrittlich sind, warum verhältst du dich dann so? Nun, ich nehme an, es ist sinnlos, hier etwas vorzumachen. Es ist wirklich einfach, wenn ich vorspiele, kleine Münzen zu bevorzugen, amüsiert das die Leute und sie geben mir immer mehr davon. Auf diese Weise kann ich mehr verdienen als mit der Bitte um höhere Beträge. Oh, der ist richtig intelligent. Das ist eine wichtige Lektion. Je dümmer die Leute dich einschätzen, desto mehr lernst du ihre wahren Charakter kennen. Ach, aber das bleibt bitte unter uns, ja? Sie sollen weiterhin glauben, dass ich begriffsstutzig bin. Hier ist ein bisschen Schweigegeld, damit es dir leichter fällt. Wie, jetzt werden wir doch geschmiert oder was? Aber egal, nehme ich gern. Maschinenbein, Übernahme, plus 6 Chip, Maschinenkern, Maschinenarm, Maschinenrumpf, Maschinenkopf. So hat er seinen Kumpel, der hier neben stand, auseinandergenommen, oder? Aber ich möchte mal gucken, dieser plus 6 Chip, der, der lässt sich ja bestimmt mit flirten, oder? Stärk ferngesteuerte Feinde, Feindstufe plus 7. Okay. Das ist bestimmt auch irgendwas mit Hacken. I'm not sure I even know what it means to be smart anymore. Reply unknown. Terms are too vague to formulate a reasoned response. Don't I know it? So, hier die nächste Aufgabe. Ach, da hat er sich wieder eingeschlossen wahrscheinlich. Guten Tag. Ach so, ich glaube, das hatten wir gar nicht erledigt, weil wir da ja neu geladen haben. Ach so, nee, haben wir doch. Warte, du bist doch der Android, der schon mal da war. Mein Sohn hat sich schon wieder eingeschlossen. Alter. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns. Er hat versucht. Er hat alles versucht, da bin ich sicher. Aber die Angst war stärker und, tja. Da schloss es sogar noch stabiler jetzt. Oh ne, deine Hilfe stehe ich bis in alle Ewigkeit hier. Ja, komm, helfen wir ihr mal. Wir versuchen mal das Schloss zu hacken. Ganz schön raffiniert. Aber nicht raffiniert genug. Aber ich glaube, ich muss es trotzdem gleich nochmal machen. Okay. Verstanden, das Schloss ist hartnäckiger als ich dachte. Au. Okay, das war mein Ellbogen und ein Schreibtisch. Wahrscheinlich müssen wir hinten bei den Wänden, die sich auftun, gibt es da bestimmt einen Geheimweg.
Na toll. Okay, normal. Alter. Hä, das geht gar nicht. Tut sich immer mehr auf, okay. Vielleicht muss man da doch einen bestimmten Weg nehmen. Gut, dann machen wir mal was anderes. Wir haben ja noch ein Podprogramm, ein Typ C-Einstellung. Dann würde ich die vielleicht mal fürs Hacken nutzen. Ungehackten Feinden entzündet wenn er durch Kurzschluss. Machen wir mal das hier, das hier. Der Effektlimit für Übernahme Plus wurde überschritten. Effektlimit stärkt Feinstufe. Okay. Ich nehme trotzdem rein. Nehme ich einfach auch mal rein. Probieren wir es einfach mal damit. Ja, das sind wir jetzt natürlich auch nicht. Was ist das für ein Schloss? Wir probieren es nochmal. Diese komischen Wände, die sich immer auftun. Achso, wir haben keine automatische Heilung mehr. Also das mit dem Hacken hier bringt gerade überhaupt nichts. Dann kann ich genauso gut auch wieder hier auf Typ A zurückgehen. Oh, was war das denn gerade? Chips zerstören oder? Aber was bringt es, einen Chip zu zerstören? Den kann ich doch besser verkaufen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass da wieder so eine Art Bug oder sowas ist. Suchen wir was? Aber ich glaube nicht, dass ich da was finden werde. Merkwürdig. Hat die Mutter vielleicht noch einen Tipp für uns? Öffne jetzt sofort die Tür und hol mir nichts von so daraus. Ja, vor allem auch diesen Befehlston. Aber ich weiß nicht, hä? Dann ist es.
Der Weg bis hierhin, der ist ja nicht das Problem, aber... Verstehe ich nicht. Da muss es irgendeinen Trick beigeben, aber... Ich komme nicht drauf, welcher es ist. Pass auf, liebe Freunde, wir machen an dieser Stelle nochmal kurz einen Cut. Ich schaue es nochmal gerade eben nach. Wahrscheinlich wieder sowas ganz Fieses, was man nicht rausfinden kann, bevor wir jetzt hier noch stundenlang sitzen und nicht weiterkommen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wahrscheinlich dann mit der Lösung. Bis dahin, macht es gut!